Keine Stimmung, da über 11.000 Zuschauer im Stadion der Freundschaft. Vor dem Spiel gab es einen medizinischen Notfall. Die Fans zeigen sich mitfühlend und respektvoll, verzichten erst einmal auf Fangesänge. Cottbus im Rot mit dem Ballverlust. Jetzt geht's schnell. Foti schickt Hetwer auf die Reise. Energie weit aufgerückt. Julian Hetwer bleibt cool. Dortmund mit der Führung in Minute 15. Hetwers sechster Saisontreffer. Unhaltbar war der nicht. Nach dem 0:4 vergangene Woche in Essen liegt Cottbus wieder hinten. Cobado, Thiele 1:1, nur 1:50 nach dem Rückstand. Timmy Thiele mit dem Riecher eines richtigen Stürmers. 10. Saisontreffer für ihn. Es entwickelt sich ein turbulentes Spiel. Möcker kracht mit Dortmunds Ostrinski zusammen. Es gibt Elfmeter, weil Foti Möcker berührt. Strafstoßentscheidung vertretbar. Circi gegen Ostrinski. Cottbus dreht das Spiel. 2:1 für Energie. Der folgende Angriff, Dortmund. Göbel dreht die Pille rein und dann klingelt es schon wieder. Nur 20 Sekunden nach der Cottbuser Führung. Dortmund mit dem Ausgleich und es war ein Eigentor. Rohrig schiebt sich vor Hetwer und macht den schön soft mit der Brust rein. Richtig blöd gelaufen. Verrückt auch die Schlussphase des Spiels. Pelivan mit dem Fehlpass, den Hetwer abfängt. Hetwer, durch die Beine geht es nicht, aber drüber. Julian Hetwer mit dem 3:2. Aus dem Anspiel wird er ein Torschuss, der dann auch noch passt. 2. Minute der Nachspielzeit. Circi, rein das Ding. Hofmann, wieder der Ausgleich. Cottbus will mit allem, was sie haben, zumindest einen Punkt. Bekommt ihn auch. Energie Cottbus gegen Borussia Dortmund. 3:3.